Stefan Forster, jetzt habe ich es richtig. Nachhaltiger Tourismus ist eine Chance für den ländlichen Raum. Und das sind ein Großteil der Gemeinden in der Schweiz, das kann man glaube ich sagen. Was versteht man unter dem nachhaltigen Tourismus? Man hat immer so das Gefühl, das sind dann die mit den Birkenstöcken. Ja, wenn man es touristisch anschaut, kann man zeigen, dass eigentlich die Nachfrage nach intakten Natur- und Kulturräumen eindeutig steigt. Es hat verschiedene Gründe im Lebensstil der Leute, in den Werten, Normen, Vorstellungen der Leute, wo sie eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen pathetisch die Sehnsucht sich erhöht nach Regionalität, nach Ortsgebundenheit, kann man auch sagen. Und das sind eigentlich alles Werte oder Attribute, die der ländliche Raum hat. Und darum ist dort natürlich ein Entwicklungspotenzial, wenn es gelingt, die Differenz erlebbar zu machen, um das touristisch auszudrücken, ein geeignetes Angebot zu entwickeln, wo die Leute dann auch etwas können, erleben und einkaufen sozusagen. Also der Raum, den suchen wir auch nicht nur nachher, ich sage jetzt mal in den Bergen, sondern der ist auch gefragt, wenn man in die Agglomerationen geht, wenn man in die Städte hineingeht, ist das genau das Gleiche? Ja, da kann man eigentlich ganz aktuell sehr interessante Entwicklungen aufzeigen, dass so das gute Leben, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo viele Leute ja in Freizeit und in touristische Aktivitäten ausgelagert haben, zunehmend wichtiger wird, auch im Entscheid, wo man wohnt. Wir haben jetzt gerade heute ein Inserat gelesen im Tagi, wo steht, wohnen wie in den Ferien, wo das eigentlich genau auf den Punkt bringt, dass heute auch in der Wohnregion, in den Städten und Agglomerationen genau die Punkte, wo Nachhaltigkeit ausmachen, zunehmend eine Bedeutung gewinnen. Also das heisst, man muss auch schauen, dass man eben in diesen ganzen grossen Gürtel, dass man dort qualitativ hochwertige Angebote, eben Naherholungsangebote kann schaffen, wenn sie nicht schon da sind. Ja, genau. Ja. Dass gute Außenräume da sind. Wir haben das heute auch gehört von der Frau Zimmerli, glaube ich, hat das gesagt, dass es Standortförderung auch darum geht, dass man Räume schafft, wo die Leute sich außerhalb ihrer Wohnung wohlfühlen. Und das sind dann zum Beispiel Grünräume, das sind Aktivitäten, die immer beliebter werden, dass man gärtnern kann zum Beispiel. Auch der Schrebergarten ist eigentlich so aus dem Mief ist rausgekommen und sind heute viele junge Leute, viele junge Familien, die mitten in der Stadt ihr Gemüse ziehen, wo eigentlich das auch ganz gut zum Ausdruck kommt, und was die Leute heute wollen. Ist es denn eine Chance für den ländlichen Raum? Also jetzt merke ich, also es gibt ja die Landflucht, mehr und mehr Täler als die Graubünden im Tessin und so, die sterben aus. Ist das eine Chance? Es ist absolut eine Chance, wenn es gelingt, die Differenz eben in Wert zu setzen. Und die Differenz ist intakter Natur- und Kulturraum. Und es gibt viele Beispiele von Ortschaften oder Regionen, wo das eigentlich exemplarisch aufzeigt. Aber es ist natürlich immer die Frage, hat es vor Ort auch Leute, ist eine soziale Ressource da, die das trägt und dann auch zusammen mit den Gästen eigentlich entwickelt. Besten Dank, Stefan Forster.